Ein wunderschön! Und bei freudigen Hundegebille geht's weiter mit der letzten Folge für diese Woche. Danke für den grünen Abschluss. Du Missgeburt! Ja. Ist ja ein family-friendly Kanal, ne? Nein, er ist in die Richtung. Ich habe also nicht auf den Hund gezielt. Ich habe auf meinen Mülleimer gezielt. Das ist illegitim. Das darf man. Wobei, ganz ehrlich, wenn man für Rassenfreiheit ist und man keine Spezies auf der Welt wie Müll behandeln darf, darf man dann Müll wie Müll behandeln? Wichtiger Gedanke, ne? Weil Veganer sind ja für alle Arten von Lebewesen. Und auch an Müll kleben ja Bakterien dran. Und Bakterien sind ja auch Lebewesen. Und damit... Digga, das geht ja sowieso gar nicht. So gesehen dürfte sich ein Vegetarier überhaupt nicht bewegen, weil egal was man anfasst, hat man die Gefahr, dass man zwischen dem Finger und dem Hindernis irgendwas an Bakterien zerdrücken würde. Okay, lassen wir das. Das ufert hier schon wieder in einer Sache aus, die... Ja. Lassen wir mal lieber. So, okay. Wir haben... Warum, was ist denn da? Ach, scheiße, weil ich gerade das Spiel beendet habe und damit natürlich auch die Sache unterbrochen habe. Oder ich habe kurz auf Q gedrückt, während ich abgebaut habe. Beides möglich, beides scheiße. So. Ist noch ein Baum, der jetzt unvollständig abgebaut wurde? Fragezeichen. Wie sieht alles soweit in Ordnung aus? Hm, na gut, lassen wir das mal. So, okay. Jetzt kommen wir zu den ganzen Frames, die da zwischen den Pfosten sind. Scheiße, ich muss mal hier mein Inventar entleeren. Das nimmt uns sonst noch ein böses Ende. Ja, wir brauchen auch jede größere Kiste. Ich weiß. Scheiße. Okay. Das heißt, wir machen hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warum auch immer der hier ein Feeding gebaut hat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Yeah. Whatever. What? Scheiße, Arsch. 1, 2, 3. Mann, was ist hier los mit mir? 1, 2, 3. Halt, nein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Weg mit dir, du kleiner, ungeliebter Holzblock. Arschloch. 1, 2, 3. Was war das denn gerade? Achso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich dachte gerade schon, der Rechner hat sich aufgehangen, aber ist, wenn man hier an einer bestimmten Position ist, so, da kann man nicht mehr springen. Und deswegen dachte ich gerade, weil die Kamera damit still war, da hatte schon, der Rechner hat sich gerade aufgehangen, aber alles gut. Als wenn sich mein Rechner mal aufhängen würde. Ich meine, wäre es das erste Mal gewesen und wäre auch irgendwo ja, möglich gewesen. Vielleicht jetzt nicht. Also. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe immerhin Linux. Da ist es sowieso unmöglich, dass sich der Rechner aufhängen könnte. Ja. Das rein hypothetische Überlegen, dass es im Reich der Möglichkeiten liegen könnte, ist. Sowas von absurd. Da ist es wahrscheinlicher, dass genau ein Meteorit auf den Rechner stürzt und er damit ausgeht. Und da mit dir.
1, 2, 3. Doch, komm jetzt hier. Danke. Hä? 1, 2, 3. Bist du... Oh! Ja, ist 1 zu... Scheiße. Da ist eine 1 zu hoch. Das schau mal an. Oh ja, da hinten sieht man schon... Mein Inventar war voll. Gut, hier sind aber nur Blätter. Holz oder sowas liegt hier nicht. Von daher würde ich mal sagen, scheiße, das ist viel Blätter. Weil ich müsste jetzt jedes einzeln aufsammeln. Und ganz ehrlich, nee. Was nicht sein muss, muss nicht sein. Ich glaube, ich hau dir eine rein. So, du kommst mal darauf. Habe ich Sand dabei? Ja, habe ich. Habe ich. Dann kommst du nämlich mal hier hinten hin, damit ich hinten auch easy raufkomme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Gut, jetzt komme ich mich dann hier ganz leicht nach oben und kann hier oben mich alles abschließen. Geht nämlich von oben wesentlich einfacher, als das alles von unten zu machen. Von daher denke ich mal. Nein! Nani und Maiwa! Das geht doch gar nicht! Wie kann ein Mensch so dumm sein? Ich habe die Dummheit für die gesamte Welt gepachtet hier. Eigentlich eine geile Aussicht hier. Echt kranke Aussicht, wenn man so über die ganzen Baumkronen drüber gucken kann. Sie sieht immer ganz geil aus. Ah ja. So viele Bäume habt ihr noch nie gesehen, die scheiß Stadtkinder. Ah, Ronny, du hast gerade alle deine Fans beleidigt. Fans. Alle deine Zuschauer beleidigt. Was macht man noch nicht? Piep. Dachte gerade schon, ich falle schon wieder rein. Weil ich zu früh losgelaufen bin. Aber das Glück war mir hold. Du holde Braut. So, sehr schön. Können wir jetzt über die ganzen Fensterdinger einsetzen da? Habe ich ja extra dafür vorbereitet. Bam, bam. Beziehungsweise hier mache ich mal nur hier welche hin und lasse die anderen mal hier so daneben, quasi ein aufgeschlagenes Fenster, keine Ahnung. Weil damit ich hier noch ab und zu mal durchlaufen kann, solange hier noch alles in der Bauphase ist. Aber die anderen Dinger kommen halt alle zu. Und ja, ich habe die deswegen da jetzt ran gemacht, trotzdem schon, damit ich die später nicht irgendwie für was anderes denn verbrauche und dann irgendwann vor dem Nichts stehe. So sind sie zumindest schon mal am vorgesehenen Ort und müssen nur noch richtig hingebaut werden. So, genau, die Türen haben wir schon drin, sehr schön. Tja, dann heißt es jetzt als nächstes den gesamten Boden hier rausreißen und überall, ja, die Frage ist sowieso, was wir hier als Boden reinsetzen. Möglichkeit 1, wofür ich aber nicht so wirklich bin, wäre natürlich solche Sachen wie Stein, aber ganz ehrlich, nein. Warum? Vor allen Dingen haben wir jetzt hier so viel schön verschiedene Baumarten. Vielleicht einfach mal die Schnauze halten. Digga, was ist hier los? Vielleicht sollten wir auf jeden Fall mal gucken, was so die anderen Bäume für Holzfarben haben. Ich weiß nicht, das sieht so scheiße aus. Vielleicht sollten wir für die Fenster auch andere Farben benutzen als für das restliche Holz. Es wirkt irgendwie nicht so schön. Wupp. So, und zwar gucken wir mal. Scheiße. Ich dachte, die Liste ist etwas leerer. Was wir so für den Boden benutzen könnten. Also ich würde es auf Pouts erstmal sagen, das hier für den Boden, das für die Fenster. Nee, andersrum. Das für die Fenster. Nein. Leck mich. Das für die Fenster, das für die Böden. So rum. Goddammit. Das ist S-Bahn-Holz. Das heißt, wir brauchen irgendwo S-Bahn-Bäume. Das hier ist normales Kiefernholz. Kiefernbäume müssten wir irgendwo in der Nähe haben, soweit ich weiß. Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Ja, damit waren also die ganzen Fensterdinger doch umsonst. Vor allem, wir dürfen die wieder abbauen. Danke dafür. Da hinten ist S-Bahn.
Nee, Kiefern möchte. Los, lauf schneller! Renn! Renn, du Scheißjunge! Los! Nitro! Ist das jetzt S-Bahn oder ist das jetzt... Ich verwechsel immer S-Bahn und was war das andere nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Genau, das ist S-Bahn. Was war das andere nochmal? Kiefernholz. Ich dachte immer, S-Bahn-Holz ist Kiefernholz. Scheiße. Was ist denn Kiefer? Das sieht doch aus wie eine Kiefer. Bin ich jetzt total bescheuert? Mann, bin ich jetzt... Da müssen wir mal nachgucken, ne? Finnische Bäume erzählen 200 Jahre Klimageschichte, weil mich das jetzt noch kurz interessiert. Mir reichen bereits unsere letzten 50 Jahre Klimageschichte. Die ist nämlich Katastrophe. Kurvenknatschen, Nationalpark, Darswald. Wollt ihr mich verarschen? S-Bahn. Wut. Kann sein, dass ich irgendwas falsch schreibe. Wie wird denn S-Bahn geschrieben? Ich dachte, S-Bahn wird... Ach klar, S-Bahn holt ich schon wieder. Okay, siehst du, S-Bahn-Holz ist nämlich was anderes als Kiefernholz. Ja, ist ja gut jetzt. Es tut mir leid. Ich mach's nie wieder. Oh Mann, ey. Was tue ich hier für Scheiße? Ich hab's doch richtig geschrieben, oder? Ach, ohne R. S-Pen-Holz. Espenholz, Holz. Ebenholz. Ach, ich hab. War das mit E jetzt oder ohne E? Oh Mann, was wollt ihr von mir? Ja, jetzt reicht mir langsam. Also, ne, jetzt ist aber hier. Jetzt aber. Scheiße, geht gar nicht. Manni, oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist doch. Nee. Was ist das hier oder was? Englisch, Motherfucker, do you speaking? Ebony. Also nein. Oh Mann, ey. Was ist denn dieses Kack-Espenholz? Ich mach mir gleich in die Hose. Halleluja. Oh Gott. Das ist der Moment, wo man anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Also, was jetzt? Wut. S-Pen. E-S-P-E-N. Das werde ich mir wohl mal merken können. E-S-P-E-N. Danke. Gott. Dammit. So, nein, bitte ohne Englisch. Ich will wissen, was das ist. Damit ich weiß, wie das aussieht. Ein dunkles Gebäudechen, Gebäudechen Holz. Okay. Boah, auf manchen Bildern hat es jetzt hier ein dunkles Holz, auf manchen hat es jetzt ein helles Holz. Was ist das denn jetzt nun? Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann müssen wir einfach suchen. Dann müssen wir tatsächlich einfach mal suchen gehen. Danke dafür. Ja. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Schisseldissel. So, das heißt, ja, wir haben Fichte. Oh, das habe ich jetzt da einfach abgebaut, ohne das Rest abzubauen. Und das auf meinem eigenen Server. Jetzt müsste ich mich eigentlich spannen. Na komm, mach hin. Oh! Hallo.
Dankeschön. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt an Espenholz? Weil das ist ja nun Kiefer. Espen. Ist auch alles normales Holz. Also hier. Apfelbaumholz. Wisst ihr, vielleicht haben wir bei unserer Let's Play Together Hütte ein bisschen Espenholz. Kann ich ja mal gucken. Los, schon rüber, du Arsch. So, Holz. Hä, ich bin schon ausgepowert? So. Das ist ja klar. Das ist Bananenbaum, das ist Mammutbaum, das ist Kiefer. Dunklere von den beiden. Okay. Alter. Das ist der Kirschbaum. Alter, ey. Also manchmal könnte ich mich selbst einfach komplett grün und blau schlagen. So, das hier ist Baumstamm. Palmstamm. Ist auch nicht das, was wir suchen. Das hier wird es garantiert sein. Der Lebensbaumstamm. Da muss man ein Haus bauen, Alter. Das wird zwar extrem grün, stichig, da wird Augenfick des Jahres. Aber. Ne, der Lebensbaum ist so eine geile Sache. Was sind hier überall drin? Ja, so, noch alte Bestände wahrscheinlich bei den normalen Kisten. Die haben wir nie benutzt. Ja, ja, also hier ist, also wir hier haben definitiv scheinbar auch. Schon wieder definitiv scheinbar, klar. Wir haben hier scheinbar auch kein Espernholz. Ich kann ja mal ganz kurz an meine privaten Kisten gehen, die hier oben alle hängen. Palmholz. Die anderen beiden sind leer. Genau. Jetzt bist du auch leer. Lalala. Ja. Ist ja Bullshit, Alter, ey. Tja. Wir brauchen Espernholz. Da ist überall. Da war ja ein bisschen Mischwald, ne? Da war ja alles Mögliche drin. Ne? Dann gehen wir einfach mal in die Richtung und hoffen mal, dass wir da irgendwie mal zu einem Ende kommen. Doink. Doink. Da hinten ist auch bloß normale Wald. Ja. Wo denn, da hat jemand eine große Farm gebaut. Lol. Was sind das hier bitte? So, da hinten fängt der Dschungel an. Na super. Dschungel ist nicht das, was uns interessiert. Tja, oder wir sollten uns doch mal was anderes suchen für die Fenster, weil das hier scheint doch irgendwie relativ selten zu sein. Tja, Kiefernbaum sieht echt aus wie normale Bäume. Wir müssen also nach irgendwelchen spitzen Bäumen suchen, die dunkles Holz benutzen. Okay. Das sind aber alles Äpfelbäume hier. Da hinten sieht was, oder? Nee, das sind bloß normale Bäume. Nani? Aber warum ist das so? Warum mag mich keiner? Alle hassen mich. Alle hassen sie mich. Keiner mag mich. Oh Gott. Tja, 10 Minuten haben wir noch. Da hinten ist auch wieder Kiefernholz. Ach, ist doch scheiße. Nee, Espe, das ist doch Espenholz. Alter, ich dachte mal, das ist die Kiefer. Kiefer hat doch helles Holz. Warum hat Kiefern? Ach, Kiefernbäume sind doch. Das sind doch Kiefer. Die hier, das ist doch. Warum ist das nicht so?
Mama, ja. Scheiße, ey. Ich will sterben. Jetzt sofort. So. Ist von Holz haben wir schon mehr als genug. Brauchen das andere. Die Frage ist nur, wo gibt es hier welches? Okay. Wisst ihr was? Wir haben jetzt, hoffen wir jetzt Orangenbäume, ne? Was für ein Holz hat denn das Orangen-Cutting? Holz, Bananen, Birken, Frostholz, Palmholz, sag mal, hä, was denn hier mit Bananenholz? Oder nutzen Bananen normales Holz? Weiß ich gerade gar nicht. Dann ist ja ein normaler Baum, Bananenbaum. Mal gucken, was der für ein Holz benutzt. Jetzt haben wir 38. Ach, dann leck mich doch. Ja, und die nutzt auch normales Holz. Mist. Das ist ja Bullshit. Das heißt, Bananenbäume können wir auch nicht benutzen. Weil das normale Holz definitiv zu dunkel ist für den Fußboden. Aha. Oh Gott, Alter. Wow, da geht's aber tief runter. Alter Schwede, ey, boah. Ja, da kann man gut reinfallen. Ey, wir haben hier echt nur diese drei Baumarten. Normale Holz, also normale Bäume, diese S-Bahn-Bäume, diese und Orangenbäume und natürlich die Dschungelbäume natürlich auch, ne? Ganz klar. Aber ansonsten haben wir hier gar nichts, ey. Aber Dschungelholz können wir nicht nehmen. Dschungelholz sieht scheiße aus. Wobei, ne, die Dschungelbaumstämme sehen. Die Dschungelbaumstämme sehen scheiße aus. Mal gucken, wie das Holz aussieht. Das sieht ja ultra dunkel aus. Och nee, das geht ja gar nicht. Können wir denn noch nehmen? Karzien, wüsste ich auch nicht, wo welche sind. Wie gesagt, am besten sieht halt das und das hier aus. Und das hier haben wir ja auch. Aber Kiefern fehlt. Kiefernholz. Ist das bullshitisierend, ey. Ah. Ach, scheiße. Ja, wie jetzt am dümmsten. Gehen wir mal in die Richtung hier, wobei da hinten kommen ja die ganzen Bananendinger dann, ne? Ach nee, die Pilze kommen da hinten. Bananen waren in die Richtung. Oh, ist doch Bullshit, Alter. Tja, das heißt denn wohl, wir waren uns bei, jetzt sind wir es ja eh nicht mehr schaffen.
Das heißt also, wir werden uns dann definitiv in naher Zukunft auf der Suche nach Esfahrenholz machen dürfen. Halt also mit der ganzen Weile rumlaufen, solange wir bis auf welches treffen. Weil wie gesagt, das sieht so scheiße aus. Und ich könnte natürlich auch hierfür das Esfahrenholz benutzen. Aber wenn denn die Dinger die gleiche Farbe haben wie der Fußboden, sieht doch das wieder scheiße aus. Deswegen, die sollten schon alle zueinander jeweils Kontrast haben. Heißt also, das normale Holz, der Fußboden und die Fenster sollten jeweils immer verschiedene Farben haben. Das wird uns doch ganz schön Nerven kosten. Oh mein goodness. Na gut. Ja, lohnt sich jetzt noch was für 5 Minuten zu machen? Ne? Eigentlich nicht, ne? 5 Minuten ist halt so absolut sinnfrei. Ja, ich weiß, überall hinzupflanzen hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil die natürlich hier kein Licht mehr bekommen. Hätte man immer gleich eine Lücke zwischenlassen können, aber gut, lassen wir das. Halt also nächste Folge erstmal hier ganze Holz abholzen und dann auf Suche nach Esbernholz. Nee, Esbernholz haben wir doch. Kiefernholz. Kiefernholz machen. Der ist bullshitisieren. Wir brauchen auf jeden Fall Kiefernholz. Wir brauchen richtig scheiße viel Kiefernholz, weil Kiefernholz war das dunklere von den beiden, oder? Wird. Okay, nee, Kiefernholz war das. Doch, genau, Kiefernholz war das so dunklere, da brauchen wir davon nicht so viel, weil das ist ja das, was wir für die Fenster benutzen werden. Wovon wir aber viel brauchen, ist das, weil das wird halt der gesamte Fußboden und da brauchen wir eine ganze Menge Holz für. Ist ja eine relativ große Fläche. Schicke Tür. Sakura Wood. Na klar. Deswegen fand ich sie so schick. Das ist hier so eine Holzschiebetür. Ich weiß nicht, kennt jemand japanische Türen? Das ist quasi so Holzstreben, ne? Das, was auch hier angedeutet wird, diese Holzstreben. Und ja, die Holzstreben sind praktisch nicht richtig Streben, sondern es sind immer zwei Streben, die zueinander sind. Und bilden praktisch damit zwei Gitter, die direkt aufeinander liegen. Und zwischen den Gittern ist dann eine große Papierfolie, wollte ich gerade sagen, aber Papierfolie? Nee, also so ein großes Blatt Papier praktisch eingelegt. Weiß nicht, können wir mal hier. Können wir mal nochmal die letzten 5 Minuten Japanisch-Kurs machen hier? Traditionelle japanische Türen. Fragezeichen. Da kann man, keine Ahnung, ob man es da gut sieht. Auf jeden Fall, ja, wo sieht man mal ein bisschen Nahaufnahme? Nahaufnahme. Ja, hier sieht man. So. Da hat man hier praktisch so ein Gitter und dieses Gitter ist, wie gesagt, zweimal nebeneinander und zwischen diesen beiden Gittern hängt dann dieses Blatt Papier. Also es ist also nicht, dass immer hier so ein kleines Blatt ist oder nie so ein kleines Blatt ist und hier so ein kleines Blatt ist und die dann praktisch die Streben durchgängig sind, sondern wie gesagt, es sind einfach zwei Gitter. Wobei es wahrscheinlich tatsächlich beide Bauarten gibt. Gerade modern könnte es durchaus sein, dass es wirklich komplett Streben sind und die so einzelne kleine Papierdinger sind, die dann hier eingefädelt werden. Aber so wie ich es kenne, ist es halt eine große Papierplane, die mit zwei Gittern einfach aneinander gehalten. Also die zwischen zwei Gittern liegt. Ja. Quasi so wie wenn man zwei Fliegengitter nimmt und da ein Blatt Papier zwischenpackt. Genauso ist das hier quasi auch. Und das ist wie gesagt die klassische japanische Art und ist natürlich klar, bei Kirschbäumen, ne, ist natürlich mein Test auch so schlau, ne, Kirschbäume kommt aus Japan und in Japan wurden alle solche Bäume, solche Türen, das heißt aus Sakura-Blättern macht man natürlich auch solche Türen. Ist schon viel ganz cool, da könnte man sich mit den ganzen Sakura-Sachen vielleicht sogar ein richtig japanisches Haus bauen. Wäre eigentlich vielleicht gar keine so schlechte Idee. Weil man muss die ganzen Türen ja nicht auf und zu machen, sondern man kann die Türen ja einfach praktisch so quasi ganz viele Türen nebeneinander stellen und damit praktisch eine Wand bauen. Aber nicht im Let's Play. Keine Angst. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mal drauf.
Nächste Woche, keine Ahnung, was ich nächste Woche aufnehme. Auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir Doom Eternal aufnehmen. Natürlich nicht, wenn wir Mindtest Eternal aufnehmen. Gott damit. Dann, ja, werden wir uns erstmal auf die Suche nach Kiefernpilz machen dürfen. Lol. Schau mit V.